Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Reihe Auswandern. Wie geht das? Heute soll es nicht direkt darum gehen, wie man auswandert, sondern um eine Eigenheit, die ich in Amerika vorgefunden habe, die ich bisher noch nirgendwo sonst gesehen habe, also zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann, und die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten wollte. Und zwar geht es heute um das Klo, den Locus, das stille Örtchen, den Thron, was sagt man sonst noch, die Schüssel oder das Scheißhaus. Also, es geht heute um das Klo. Ja, ich habe es gesagt, ich habe es ausgesprochen. Und zwar bin ich drauf gekommen, nicht wirklich ich, aber mein Mann. Und er hat recht, denn ich habe es euch gefilmt. Ich nehme sämtliche Geräusche natürlich raus, weil ich hatte das Pech, dass die Leute irgendwie an diesem Tag wirklich mal eben aufs Scheißhaus mussten, ne? Also mal ganz einfach, und da waren die Geräusche, das war schon so nicht schön, aber das möchte ich jetzt nicht noch euch auf die Kamera, weil der ein oder andere, der nützt dann die Schüssel wiederum in die andere Richtung wahrscheinlich. Also, ja, amerikanische Toiletten, um es ordentlich und nett auszusprechen, haben eine ganz große Eigenheit, und zwar, ich blende euch jetzt hier mal das Klo ein, hier, so, jetzt, ja, 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 seht ihr, ne? Seht ihr, ja, genau, ja, da ist ein Ritz, da ist noch ein Ritz, da unten, jawohl, Riesenlücke, hier oben, Tür, ganz prima, also. Was sagt uns das? In Amerika brauchst du eigentlich auch keine Tür, weil es kann ja rechts und links und oben und unten auch jeder vorbeigucken. Warum? Keine Ahnung. Das Geile an der Sache ist, du siehst definitiv immer, wenn jemand drin hockt. Weil du kannst halt auch von außen reingucken. Ich habe das jetzt mal nicht gemacht, weil sonst dachten, hätten die Leute wahrscheinlich mich noch wieder angezeigt, weil ich die von außen filme, weil sie das dachten. Und deswegen habe ich mich von innen nach außen gefilmt. Aber wie ihr seht, rechts und links ist jeweils ein Guckloch. Da kann jeder Depp durchgucken. Also öffentliche Toiletten. Meine zu Hause nicht. Da hat eine Tür, die ist zum Verschließen da. Ne? Unten. Warum? Warum, verstehe ich nicht. Oben. Gerade so, dass du, wenn du stehst, kannst du oben drüber gucken. Kannst du auch sagen, hallo, ich bin hier drin. Ich gehe jetzt mal hier. Ne? Kannst du rechts, links. Guckst du einfach mal rein. Kannst du mal gucken, was ich da mache. Super. Ganz super, habe ich nicht verstanden. Der Amerikaner ist ja an sich ein Mensch, der da darfst du auch nicht oben ohne jetzt da irgendwie so an den Strand gehen oder so. Und am besten dann doch irgendwie immer so ein bisschen was verdeckt halten und so. Eigentlich ein bisschen prüde, ne? Aber auf dem Klo kennt er nichts. Das ist, als wenn, ich weiß auch nicht, also vielleicht. Da habe ich auch verpasst mittlerweile. Manchmal ist es ja so, vielleicht erzählen die sich dann noch rechts und links. Du, bei mir sieht es heute aber sehr gelb aus. Und bei dir so? Nee, bei mir, also ich war heute eigentlich relativ häufig. Bei mir ist es ganz klar. Vielleicht gucken sie auch unten drunter durch. Oder es ist dafür gedacht, wenn sie die Kinder mitnehmen. Ne? Also wenn du jetzt so kleine Kinder hast und die Muttis, die müssen sie ja immer mit aufs Klo nehmen. Dann kann das natürlich auch sein, dass sie dann eine Mutti sagt, okay, zur anderen Mutti, du, ich bin jetzt hier schon mal fertig, schiebst du unten das Kind durch, nimmst du es mal, dann kann ich jetzt mal. Und dann wieder links so, auf die andere Seite. Oder du hast einen Tampon vergessen, brauchst nie umständlich oben drüber zu reichen, kannst unten drunter rein. Wenn du draußen stehst, wenn eine lange Schlange ist und du hast einen Tampon vergessen, den kannst du ja durch einen Ritz mit durchgeben. Auch eine gute Idee. Also wie ihr seht, ich habe keine Ahnung. Für mich ist es sehr merkwürdig, weil ich gehe eigentlich ganz gerne aufs Klo, ohne dass man mich dabei beobachten muss. Aber der Amerikaner kennt da nichts. Das ist der einzige Ort, wo sie wahrscheinlich nicht prüde sind und wo sie auch absolut gar kein Problem damit haben. Tja, so sieht's aus, Leute. Ihr könnt gerne mal ins Einkaufszentrum gehen, ins Kino und Meister Geier was und filmt halt einfach mal ein deutsches Klo. Kenne ich zwar, würde ich aber auch gerne mal wieder sehen. Also, wenn ihr Bock drauf habt und Spaß dran habt, dann fragt doch auch gleich einen Nachbarn, wie es bei dem heute ausgesehen hat. Und schickt mir doch das Video, wenn ihr wollt.
oder verlinkt da drauf oder was auch immer. Und ja, wer schon mal hier gewesen ist, wird es wahrscheinlich kennen. Schreibt einfach was dazu, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten bedanke ich mich dafür fürs Zuschauen. Es war heute nicht unbedingt das leckerste Thema, aber es macht ja nichts. Muss auch mal besprochen werden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, subscriben, nicht vergessen, ist kostenlos. Dann natürlich liken, wenn euch das Video gefallen hat, auch wenn es scheiße war. Also, ne, Thema liken, das fände ich richtig gut. Und dann haben wir noch Sachen wie Facebook, Twitter und Instagram. Links unten in der Infobox, nicht Links, sondern die Links sind unten in der Infobox. Klickt da einfach drauf, kommt auf meine Seiten, alles Friede, Freude, Eierkuchen, könnt ihr mich adden und ich adde euch oder ihr macht eine Anfrage und ich adde euch dann, also ihr wisst, wie die ganze Tralala-Pupsi-Maschine funktioniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.